Hi und herzlich willkommen zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung im allgemeinen Teil. Und wie ihr seht, geht es heute um die Flächenberechnung, um ein Anwendungsbeispiel. Und es sollen die senkrechten Flächen der Scheune gestrichen werden. Und wir sollen die Größe der zu streichenden Fläche berechnen. Wenn wir uns jetzt dieses Gebäude einmal anschauen, können wir nun zunächst erst einmal sagen, dass wir über drei Flächen sprechen. Also Fläche 1, Fläche 2 und Fläche 3. Und natürlich gibt es davon jeweils eine weitere Fläche. Okay, fangen wir dann mit der ersten Fläche an, A1. Und das ist ein Rechteck, das heißt also A mal B. A1 besteht aus 9 Meter mal, und die Höhe ist in dem Fall 3 Meter. A1 ist gleich 9 mal 3 macht genau 27 Quadratmeter. Da wir nun ja die Fläche zweimal haben, weil nämlich auf der Rückseite das Gebäude ist ja die gleiche Fläche ist, also mal 2, bekommen wir dann in dem Fall 54 Quadratmeter heraus. Schauen wir uns nun die Fläche 2 an. Und zwar auch da ist es wieder ein Rechteck, A mal B. Und wir setzen ein, 18 Meter ist die Seite lang, mal 3 Meter hoch. Wir multiplizieren 18 mal 3 und dann bekommen wir 54 Quadratmeter raus. Und wie ihr das gerade schon mitbekommen habt, ist es natürlich so, dass ich das Ganze auch auf der anderen Seite noch habe. Das heißt also, ich muss das Ganze mal 2 rechnen und 54 mal 2 macht 108 Quadratmeter. Und das Letzte, was ich jetzt noch berechnen muss, ist die Fläche für das Dreieck. Das heißt also A3 ist G mal H durch 2. Ich setze ein, G ist 9 Meter mal die Höhe 3 Meter und ich teile das Ganze durch 2. A3 ist gleich 9 mal 3 macht 27 und jetzt teilen wir 27 durch 2 noch und bekommen dann 13,5 Quadratmeter raus. Und für die ganz schnellen von euch, die werden jetzt natürlich sagen, Mensch, das kann ich ja hier kürzen, weil ich ja zweimal die Fläche habe. Das heißt also mal 2, dann komme ich wieder auf meine 27 Quadratmeter, weil ich ja zweimal dieses Dreieck auch habe. Okay, gut. Jetzt müssen wir die zusammengesetzte Fläche dann als solches einmal addieren. Das heißt also 54 Quadratmeter plus die 108 Quadratmeter plus die 27 Quadratmeter. Und wenn ich das jetzt zusammen addiere, dann bekomme ich 189 Quadratmeter dabei raus. Und die Aufgabe B, da geht es darum, es soll Farbe gekauft werden oder die Farbe reicht zumindest für 30 Quadratmeter. Und wie viel Eimer muss ich kaufen? Ich mache nichts anderes, als dass ich jetzt 189 geteilt durch 30 dividiere. Und da überlege ich mir in dem Fall, wie oft passt die 30 in die 189 rein. Und das wäre in dem Fall 6 mal, denn 6 mal 3 macht 180. Also 6 mal 30 in dem Fall. Und ich habe noch eine Differenz von 9. Und da ich jetzt in dem Fall hier keine Zahl mehr habe, ziehe ich mir die 0 runter und überlege, wie oft passt die 30 in die 90 rein. Und das wäre dann in dem Fall 3 mal, denn 3 mal 30 macht 90. Und damit seid ihr auch schon fertig. Und als Antwortsatz müsst ihr natürlich schreiben, ihr braucht 7 Eimer und nicht 6, weil ihr ja mehr als 6 Eimer braucht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen mit diesen Anwendungsbeispielen. Lasst gerne einen Daumen nach oben hier und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.